fünf Dinge, die mich bei den Online-Marketing-Rockstars 2018 absolut begeistert haben. Das erste Thema Personality. Und Philipp stellt sich, obwohl er hier für alles verantwortlich ist, immer noch auf die Bühne, um selber durchzumoderieren und eine absolut gute Show zu ermöglichen, die alles zusammenzieht. All diese Themen, Arts, Culture, Tech, Advertising, Politics, Sports und Celebrities. Das ist alles sein Baby und er steht selber noch oben auf der Bühne. Das zweite Thema ist das Thema Innovation. Von Iskender haben wir gehört, dass Startups und Innovation endlich auch in Deutschland angekommen ist und dass viele Firmen sich damit beschäftigen. Wir haben ein paar Tipps gehört, was man da am besten machen kann und wie man Innovation in die Unternehmen reinbringt. Der dritte Punkt, Passion. Wir haben mit Magnus gesprochen, absolut fantastischer Kerl, ein wahnsinniger Charakter, der im Endeffekt in Personalunion all das vereint. Also mutig zu sein, einfach mal auszuprobieren, seinen Leidenschaften zu folgen, persönlich Dinge zu tun, ja. Großartiger Charakter. Dann haben wir das Thema Engagement als vierten Punkt. Wir haben von ein paar Influencern auch gelernt, dass es eben nicht mehr reicht, einfach nur seinen Namen wie früher die Celebrities auf ein Produkt zu kleben und zu sagen, hey, hier ist es, das war's. Sondern dabei zu sein, eine Markenwelt zu bauen, ein Erlebnis zu schaffen, irgendwas, wo sich die Leute identifizieren und wohlfühlen können, extrem wichtig. Und der letzte Punkt ist das Thema Community. Wenn man sich hier einmal umschaut, wie viele Leute hier sind, mit einer absoluten Leidenschaft, mit einem Hunger für Neues, aus den Welten Tech, Innovation, Advertising, Culture, Politics, Sports, Music. Wenn man sich das alles anschaut, das ist eine riesen Community, die am Ende des Tages genau unsere neue Digitalwelt mitgestaltet. Und dieser positive Vibe und dieses familiäre Gefühl, das wir hier spüren, das lässt mich extrem positiv in die Zukunft schauen und mich darauf freuen, dass wir zu den Online-Marketing-Rockstars 2019 wieder zurück sind als Adobe, als Sponsor des Ganzen. In dem Sinne, ich muss auf die Bühne. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.